und herzlich willkommen. Upsa. Und das Make-up ist auch nicht mehr richtig am Platz, aber egal. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Weekly-Vlog. Es ist Dienstag, der 3. Oktober. Demnach ist es Feiertag, Tag der Deutschen Einheit. Ihr seid immer noch ein bisschen abgeschnitten hier. Und ja, unser Besuch ist jetzt auch schon eine Weile wieder weg. Die waren circa 2 Stunden 40 hier, Arbeitskollege und seine Frau. Und es war ein sehr, sehr schöner Besuch. Sie hatten ihr kleines Baby dabei, deswegen waren sie dann noch relativ früh wieder weg, was aber auch vollkommen in Ordnung ist. Kann ja jeder so lange bleiben, wie er möchte. Wir hatten ein spätes Mittagessen zusammen und haben einfach gemütlich erzählt. Ein bisschen Wein getrunken, deswegen bin ich jetzt vielleicht auch ein bisschen wie sagt man denn? Ihr wisst, was ich meine. Ja, aber ich wollte trotzdem ganz gerne heute jetzt anfangen mit dem neuen Vlog, weil seit gestern Abend ist ja mein letzter Vlog live und ja, ich fand es einfach wichtig, euch jetzt ganz direkt so das Feedback zu geben meiner Seite oder von meiner Seite, wie das alles so lief. Ich bin einfach happy. Also ihr seid einfach die Besten. Muss ich jetzt echt mal so sagen. Ich habe einige Bestellungen auf Etsy reinbekommen. Ich habe jetzt insgesamt 3 Kanalmitgliedschaften. Ich hätte nicht gedacht, dass es überhaupt jemand in Erwägung zieht. Wie gesagt, ich wollte es einfach mal probieren. Und eure Kommentare, mich haben auch E-Mails erreicht, Nachrichten auf Instagram. Ich hätte damit nie gerechnet. Das ist einfach unfassbar. Ich bin echt happy. Ganz, 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 ganz lieben Dank an euch. Ich versuche, auf alles einzugehen. Ich habe auch tatsächlich noch eine ältere E-Mail, auf die ich antworten muss, möchte. Das ist bei mir immer so ein Ding. Wenn ich eine E-Mail bekomme, dann möchte ich mich an meinen Laptop setzen. Also wenn es eine wichtige E-Mail ist, wo ich dann länger antworte, weil auf dem Handy kann ich das zwar natürlich, aber es fühlt sich irgendwie komisch an, das dann alles hier so zu schreiben. Und dann möchte ich halt ganz gerne wirklich am Laptop sitzen und das so beantworten. Und wenn ich dann mal am Laptop sitze, ist es wegen der Arbeit oder halt Bearbeiten von dem Video oder sowas. Und in dem Moment ist es dann gar nicht mehr so bei mir präsent im Kopf, dass ich antworten möchte. Deswegen an eine Person von euch, ich hoffe, dass ihr überhaupt noch zuschaut oder dass du noch zuschaust, es tut mir echt leid. Ja, ich freue mich über alle Nachrichten und vor allem auch E-Mails, die ich bekomme. Kann sein, dass es bei E-Mails halt manchmal ein bisschen dauert, bis ich antworte und das tut mir echt unfassbar leid. Das ist auch so ein Ding an mir, das mich oft nervt, dass ich auf manche Sachen so spät antworte. Also bei Instagram und bei Etsy antworte ich immer so gut wie direkt, außer ich bin jetzt halt irgendwo unterwegs oder so. Und E-Mails ist das dann bei mir doch immer so ein bisschen das Gefühl, ich möchte mich jetzt hinsetzen und ja, länger mir Zeit nehmen und antworten. Und das funktioniert manchmal dann leider einfach nicht so. Aber es ist jetzt auch nicht, dass ich möchte, dass ihr mir nicht mehr per E-Mail schreibt. So meine ich das nicht. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ihr seid wirklich die Besten. Ganz, 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 ganz vielen lieben Dank für euren Support. Ich habe echt so ein bisschen Angst gehabt, das mit Etsy ein bisschen mehr zu pushen hier auf diesem Kanal. Aber auch ja, die Sache mit den Memberships. Also manchmal habe ich einfach echt so ein bisschen dieses Hochstapler-Syndrom, glaube ich. Ich rede mir wahrscheinlich öfter ein, ich habe viele Dinge, aber so ist es einfach. Ich bin halt doch meistens eher ein unsicherer Mensch. Deswegen, ich bin ein recht selbstreflektierender Mensch. Was aber manchmal dann halt eben auch dazu führt, dass ich Dinge zu sehr überdenke oder mich zu sehr in Dinge reindenke allgemein und dann vielleicht, ja, die Meinung habe, ich habe irgendwie Hochstapler-Syndrom oder was weiß ich was. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja so. Wie dem auch sei, ich hätte nicht gedacht, dass durchweg alles so positiv ist und ja,
Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie warm es gerade in mir drin ist. Deswegen, also ich habe wirklich positive Gefühle. Ich bin euch unfassbar dankbar über jeden Abonnent, über jeden Kommentar, über jeden Like, über jede Bestellung. Also das ist ja dann nochmal on top, ne? Jede Bestellung, jede Instagram-Nachricht, jede E-Mail und dann auch nochmal jedes Membership ist einfach unfassbar und ganz, 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 ganz lieben Dank. Ja. Ich habe jetzt drei Mitglieder, wie ich schon gesagt habe, zu meinen Kanalmitgliedschaften. An dieser Stelle nochmal ganz kurze Werbung dafür. Ich habe drei verschiedene Stufen. Wenn euch das interessiert, ihr solltet das in dieser Leiste, wo dann auch Teilen und Like und all das steht, da sollte dann Mitglied werden stehen. Wenn ihr da draufklickt, passiert erstmal nichts. Ihr seht erstmal nur die Infos. Und was es dann auch kosten würde, kann man übrigens auch monatlich wieder kündigen. Ja, und erst dann, wenn ihr das wirklich aktiviert und alles, dann passiert was. Wenn ihr das nicht sehen solltet, ist aber in der Infobox auf jeden Fall auch ein Link. Und auf meinem Kanal sollte das dann auch nochmal extra separat neben dem Abonnieren-Button da sein. Also es gibt verschiedene Wege, da hinzukommen. Ja, mit drei Kanalmitgliedschaften werde ich mir jetzt vielleicht erstmal so schnell kein Datum für einen Livestream überlegen. Aber warum nicht? Einen kurzen Livestream mit drei Personen. Mal schauen, ich überlege es mir mal. Diejenigen von euch, die da dabei sind, nochmal wirklich ganz, ganz, ganz lieben Dank. Ihr könnt mir auch gerne mal auf Instagram oder Co. schreiben, ob ihr bestimmte Wochentage, Wochenabende, das ist bei mir tatsächlich immer am besten, bevorzugen würdet. Und dann kann ich mir da auch mal Gedanken machen, wann das vielleicht am besten passen würde. Genau. So viel dazu. Wir hatten einen schönen Tag. Wir sind um 8 Uhr aufgestanden und um 9 Uhr haben wir dann hier wieder geputzt und Amma hat Pierogi gemacht. Also quasi polnische Maultaschen. Das ist so ein Rezept, das er, ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist ein Familienrezept, aber ich glaube, es gibt es auch ziemlich genauso, wie er das macht oder seine Familie dann schon länger gemacht hat, auch im Internet zu finden. Falls es irgendjemanden interessiert, kann ich ihn gerne mal danach fragen und kann euch das im nächsten Video dann, wenn da Interesse besteht, in der Infobox verlinken, beziehungsweise ich kann es euch gerne auch auf Instagram schicken dann direkt. Das hat nämlich auch mal eine Person, als ich glaube ich auf Instagram dann eine Story dazu gepostet hatte, hat das glaube ich dann auch mal nachgefragt. Kann halt aber allerdings sein, dass es ein polnisches Rezept ist, also auf Polnisch. Ihr solltet aber auf chefkoch.de auch, wenn ihr russische Pierogi eingebt oder Pierogen, wird das glaube ich sogar dann übersetzt auf Deutsch, solltet ihr das auch finden. Also die sind gefüllt mit Kartoffeln und so einem weißen Käse, sage ich immer, aber so eine Creme, Frischkäse einfach, sowas in die Richtung. Ich glaube, er hat da Schichtkäse. Schicht. Frischkäse, ich weiß gar nicht, wie sich das nennt, hat er benutzt. Ja, die kamen auch sehr gut an und die sind immer super lecker. Und währenddessen habe ich im Wohnzimmer wirklich, also so sauber und aufgeräumt war unser Wohnzimmer, glaube ich, noch nie. Ich steigere mich da halt auch immer sehr rein. Und wir hatten im Endeffekt dann super viel Spaß und alles war in Ordnung und sie mochten unsere Wohnung sehr und alles. Also. Ja, so mal sieht man mal wieder. Also entweder hat es sich gelohnt, sich so viel Stress zu machen, so viel das zu überdenken, oder sie hätten vielleicht das eh gemocht, egal wie es hier ausgesehen hätte. Ich glaube es zwar aber nicht, aber egal. Ja, all das, auch die Sache mit dem Etsy-Shop und den Memberships und so, erwähne ich jetzt einfach auch nochmal gerne, falls irgendjemand hier zuschaut und demjenigen geht es ähnlich wie mir, der Dinge immer sehr überdenkt, der vielleicht eher etwas ängstlich vor solchen Sachen ist, der ja denkt, vielleicht geht es nach hinten los, vielleicht ja.
der einfach, wie gesagt, alles überdenkt und der ja auch irgendwo es allen recht machen möchte, probiert es vielleicht einfach auch mal. So wie ich jetzt mit den Memberships, es kommt bestimmt doch auch immer was Besseres, was Positiveres raus, als man sich das in seinem Kopf vorstellt. Ja, jetzt habe ich dazu wirklich auch schon wieder lange erzählt. Ich tendiere immer am Anfang des Vlogs und dann vor allem auch am Wochenende sehr viel zu erzählen, aber er sagt ja auch immer, er mögt das sehr gerne, vor allem, dass es auch dann nicht immer nur ums Handarbeiten geht. Deswegen mache ich einfach so weiter mein Ding wie bisher und versuche einfach auch nicht zu erwähnen, dass es lange wird, weil das wird's eh. Ja, kommen wir jetzt aber zum Handarbeiten. Ich trage heute meinen Colosseum Crop Top oder habe es eben auch dann während des Besuchs getragen. Das hatte ich ja mal gehäkelt in einem der letzten Vlogs. Das ist die Anleitung von Ed's Fart. Und habe ich heute auch endlich mal auf Instagram ein bisschen dazu gepostet. Ja, dann habe ich an meinem Boring Tee tatsächlich ein bisschen weiter gearbeitet. Vor allem als ich meinen letzten Vlog, der ja dann live ist, weil ich habe ja schon drüber geredet, da habe ich hauptsächlich ein bisschen dran gearbeitet. Das sieht jetzt, ich muss kurz überlegen, ja, so aus. Wir haben einen Ärmel. Ja, und ich glaube, das war richtig cool, mit dem Dunklen anzufangen, oder? Ich glaube, das sieht richtig cool aus. Und jetzt, glaube ich, dann auch am Ende. Also die Ärmel, ich habe sie ein kleines bisschen sogar kürzer gemacht. Das Rippenmuster hier, weil es tatsächlich, glaube ich, noch 2 oder sogar 3 cm hätte länger werden sollen. Aber ich war da jetzt super zufrieden damit, dass das auch eh schon ein bisschen über mein... Ellbogen heißt das Ding. Ich habe jetzt gerade echt ewig überlegt, mein Gott, über meinen Ellbogen geht. Ja, und ich habe den Halsausschnitt gemacht in diesem sehr schönen hell türkis dunkelgrünen Ton. Ja, den zweiten Arm habe ich mir dann jetzt erstmal ein bisschen aufgespart, denn ich habe dann das restliche Garn, das ich von dem einen Knäuel noch hatte, was ich jetzt für Arm und Halsausschnitt benutzt habe, habe ich jetzt angefangen. Das ist dann das, was hier übrig bleibt. Habe ich angefangen, hier in die Länge zu machen. Das ist die Rückseite mit dem härteren Schnitt. Vorne sieht es ein bisschen schöner aus, was der Übergang aus angeht. Ja, aber ich mag es sehr, sehr gerne. Ich glaube, das wird richtig, richtig cool. Teststricken geht auch ein bisschen weiter. Da habe ich jetzt aber tatsächlich nur ein kleines bisschen weiter gestrickt. Das werde ich mir, denke ich, gleich schnappen und dran weiterarbeiten. Und hoffentlich auch noch an meinen 2 anderen aktiven Work in Progresses. Das ist ja die Elizabeth Blouse von Petite Knit und mein Sanchez Sweater. Ja, aber ich wurde tatsächlich für ein weiteres Teststricken akzeptiert, zugelassen. Ja. Und zwar ist es Harry Knits, heißt sie, glaube ich. Also auf jeden Fall ist der Name Harry da drin, weil das ihr Nachname ist. Sie hat auch einen YouTube-Kanal übrigens. Und ich glaube, es ist wirklich Harry Knits. Einen Moment. Harry Knit, ja. Ja, richtiger Name ist Bash Harry, genau. Und das ist eine Beanie, die, denke ich, auch recht schnell gehen soll. Ich muss schauen, dass ich euch vielleicht nur das Foto zeige. So. Ja, also eine relativ einfache Beanie, die auch tatsächlich für Anfänger gedacht sein soll. Genau, recommended for beginners with an hour and chunky yarn to spare. Also chunky Garn wird dafür benutzt, was ich ziemlich cool finde. Ich habe davon nämlich so ein paar, die in Frage kämen, und ich denke, das werde ich so ein bisschen immer mal wieder einschieben, weil so eine Chunky Beanie geht ja auch recht schnell. Aber ja,
Da freue ich mich auch darüber, dass ich da auch zu dem weiteren Teststrecken zugelassen wurde, weil das macht halt auch immer sehr viel Spaß, Anleitungen zu testen und da irgendwie aktiv involviert zu sein, in Instagram-Gruppen zu sein, habe ich euch ja öfter schon mal erzählt. So, wie gesagt, es ist jetzt 7:15. Ich guck mal, ob ich jetzt vielleicht ein paar Etsy-Bestellungen halbwegs fertig mache. Ein paar muss ich einfach nur verpacken. Tatsächlich wurden die Ohrringe / Markierer der kleinen Kürbisse, tatsächlich die zwei, die ich hatte, auch schon direkt weg ausverkauft. Deswegen muss ich mir jetzt überlegen, wie ich das mache. Ich denke, ich werde da bald nachbestellen von diesen Ohrringhaken. Ja. Und es wurden auch die Hexen-Maschmarkierer bestellt, glaube ich. Müssen wir mal kurz schauen. Also einige Ohrringe und Lesezeichen, das freut mich auch immer sehr, wenn die das älteren Produkte weggehen. Aber genau die Hexen-Markierer, die wurden auch gekauft. Ja. Und den Adventskalender habe ich ja auch noch zu machen. Also es wird eine interessante Woche mit Etsy-Bestellungen, aber ich liebe das. Es macht mir unfassbar viel Spaß und deswegen bin ich da sehr dankbar und freue mich sehr darüber. Ja, ich denke, so viel jetzt erstmal zu heute und wie immer melde ich mich dann die Tage, wenn es wieder reinpasst. Im Hintergrund, ihr seht auch so einen kleinen schlafenden Peter. Denn wir kriegen heute schon wieder Gäste. Sehr spontan angekündigt, heute Morgen in Erfahrung gebracht, kommt Amas Mutter zu Besuch mit ihrem Freund. Das einzige Problem ist nur, dass sie Sachen im Keller hat von sich, die sie natürlich dann auch gerne mitnehmen möchte, weil sie ist vor kurzem umgezogen und konnte nicht alles mitnehmen und hat es halt bei uns zwischengelagert im Keller, aber wir finden unseren Kellerschlüssel nicht mehr. Das ist richtig, richtig doof. Deswegen müssen wir dann wahrscheinlich morgen mal bei einem Schlüsseldienst vorbei. Also wir wollten jetzt halt keinen Notruf deswegen rufen. Hallo. Ah, du machst ein neues Video? Nur ein Vlog. Okay. Aber ich gehe gleich duschen. Okay, ihn kommen um. Sie kommen um. Sie? Das ist Plural? Ja. Sie kommen um 10.50 Uhr. Okay. Danke. Ja, oh, der kleine Busch. Ja, ich sehe. Also um 10.50 Uhr anscheinend, hat Arma gerade gesagt. Kommen Sie und ja, wir haben da halt auch den Nachmittag dann verbracht zu schauen, ob wir nicht selbst irgendwie reinkommen. Das war alles nicht möglich und das war halt sehr stressig, muss ich echt sagen. Aber sie sind halt über Nacht da, deswegen ist das Bett hier ausgeklappt. Das ist ja auch dafür da für Gäste. Ist auch schön, dass das genutzt wird. Ja, aber wie gesagt, das war halt
doch alles ein bisschen heftig, ein bisschen stressig und ich hoffe, das nächste Mal überraschen sie uns nicht so. Wie dem auch sei, ihr habt gesehen, dass ich dann jetzt den Abend auch noch, es ist übrigens schon 21.12 Uhr und heute Morgen war ich im Fitnessstudio. Ich habe immer noch mein Outfit an. Ja, was soll ich jetzt sagen? Ja, ihr habt ein bisschen gesehen, wie ich Bestellungen vorbereitet habe, weil wenn die dann morgen da sind und wahrscheinlich morgen Abend unterwegs sind, wollte ich da gerne so gut wie alle fertig machen, was ich jetzt auch tatsächlich geschafft habe. Es fehlen jetzt nur noch der Adventskalender, den möchte ich auf jeden Fall spätestens am Samstag fertig haben, dass der dann auch los kann. Und ja, eine Bestellung ist noch offen. Das sind die Monstera-Ohrringe, die bestellt worden sind, beziehungsweise ein Monstera-Set und dann noch so ein Stern- und Mond-Set an Ohrringen. Auch super schön. Ja, da hätte ich jetzt halt auch nochmal zusammen basteln müssen, in Anführungszeichen. Ich möchte das natürlich immer machen. Das macht mir super viel Spaß. Nach dem ganzen Stress hat das jetzt auch extrem geholfen, um wieder so ein bisschen durchzuatmen, weil das ist das, was mir einfach Spaß macht, diese kreative Ader. Und dann, wie gesagt, es ist halt einfach super, wenn das bei euch auch gut ankommt, wenn Bestellungen auf Etsy reinkommen, da freue ich mich immer riesig drüber. Und ja, ich zeige euch jetzt mal kurz, was ich gemacht habe. Also zum einen habe ich fertig verpackt dieses Ohrringe-Set. Also es ist ziemlich Halloween-lastig, findet man bei meinem Shop tatsächlich aber auch sehr viel. Also ja, diese Totenkopf-Ohrringe habe ich fertig verpackt. Dann habe ich tatsächlich per Hand erstellt. Also die Ohrringe sind auch, da mache ich diese Ösen oder wie die heißen dran. Und ja, aber die hatte ich jetzt halt noch, das war mein Beispiel. Ich trage die dann nie selbst, außer ich möchte sie wirklich behalten, dann verkaufe ich sie natürlich nicht. Aber die hatte ich tatsächlich noch umgetragen da. So viel noch zur Info. Ja, drei von diesen, wie heißen sie denn? Lesezeichenbändchen mit Perlen. Also da legt man die so, hier ist das Buch und dann kann man das ja trotzdem zuklappen und hat es quasi als Lesezeichen. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. So ist es, denke ich. Verständlicher. Also das wäre jetzt Deko, wenn man das so gerne haben möchte. Das machen auch einige, habe ich gesehen. Oder man macht dann halt die Seiten auf und legt das dann da rein und hat es halt als Leseband, Lesezeichen. Da habe ich zwei gemacht mit den orangenen Bändeln und das schwarze hier hatte ich noch da, das war auch das Beispiel. Also die drei wurden bestellt, freut mich auch riesig. Dann ein Shiny Thriller Lesezeichen mit Anhänger. Das kann man mit oder ohne Anhänger in glatt oder, also matt oder glänzend bestellen. Ich höre mich jetzt auch wieder an wie eine Werbesendung, ich weiß. Aber vielleicht interessiert es ja doch den einen oder anderen. Ich mache mir da jetzt einfach, oder versuche es, mir jetzt einfach nicht mehr so viel Gedanken dazu zu machen. Ja, das musste ich tatsächlich jetzt komplett nochmal neu herstellen. Und ich habe auch einige Fehlläufe gehabt, weil es mit dem Ausdrucken manchmal doch ein bisschen tricky ist, weil ich das Papier per Hand umdrehen muss und manchmal funktioniert es nicht richtig, ja. Also es ist Selbstdesign mit meinem iPad und dann ausgedruckt, laminiert und in Form geschnitten, Loch eingestanzt. Also da geht auch viel Arbeit in so ein Lesezeichen tatsächlich. Das ist eine Bestellung zusammen mit diesem Leseband hier, also wirklich sehr Halloweenig. Die zwei in verschiedenen Farben sind eine Bestellung. Dann das ist eine Bestellung, auch sehr Halloweenig. Die zwei gingen weg, deswegen habe ich sie jetzt tatsächlich so verpackt wie Ohrringe. Ja. Da habe ich übrigens neue Halter in Gold nachbestellt. Also die sind auf dem Weg. Yay. Und das habe ich auch
hergestellt, ganz neu, weil mein Beispiel letztes Jahr verkauft wurde für die Fotos. Das ist ein Armband, das ja mit diesem Kürbis versehen ist. Und die kommen dann, also die Lesebändchen kommen dann auch in diese wunderschönen Säckchen. Manchmal habe ich weiße, manchmal die mit den Sternen drauf. Und dieses Stitchmarker-Set, das ist jetzt auch schon verpackt, aber ja, das habe ich euch das letzte Mal ja gezeigt. Das Hexen-Set ging auch weg in einer Bestellung. Ja, produktiv. Das hat gut getan. Außerdem habe ich den einen Ärmel fast fertig. Ich bin jetzt da, wo ich die Nadeln wieder zu den kleineren Nadeln wechsle und dann so wie hier das Schwarze dann stricke, also zum Umfalten. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich erstmal alles fertig stricke, dann blocke und dann die Teile zusammen nähe. Also auch hier das Band dann reinmache und den Reißverschluss. Das Band habe ich mittlerweile hier, das ist einfach wirklich ein 5 cm dickes Gummiband. Das habe ich schon hier. Aber den Reißverschluss nicht und ich denke, es macht halt auch am meisten Sinn, weil ich jetzt auch nicht weiß, wie viel es wachsen wird oder nicht. Ja, so viel dazu. Ich werde jetzt noch unter die Dusche hüpfen, bevor die zwei kommen. Der Freund von Amas Mutter hat heute Geburtstag, deswegen werden wir da wahrscheinlich ganz spät, wenn sie ankommen, noch, ja, ich weiß nicht, ein Glas Sekt trinken, irgendwie eine, wir haben so eine kleine Torte gekauft, da wird es halt so ein Mini-Fest quasi geben, aber nur ganz klein, weil wir dann auch direkt bald ins Bett wollen. Ja, ich werde duschen, stricken, bis sie kommen und dann schauen wir mal, wie es morgen aussieht mit Melden. Ich glaube nicht, dass ich da nochmal dazu kommen werde, je nachdem. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass die vielleicht erst recht spät wieder zurückfahren oder vielleicht sogar noch eine Nacht bleiben. Keine Ahnung. Oh ja, mein Laptop sollte ich auch mal im Wohnzimmer dann noch aufbauen, weil die werden wahrscheinlich ein bisschen länger schlafen morgen früh. Würde ich auch machen, wenn ich frei hätte. Ja, wir sehen uns dann, wenn wir uns wieder sehen. Ah, guten Morgen. Ich sehe noch sehr verknautscht aus. Aber es ist Oktober ja jetzt schon eine Weile. Nichts Neues für euch, aber ich kann jetzt endlich auch meine Halloween-T-Shirts, Halloween-Sweater und alles auspacken. Das mache ich eh immer mal wieder übers Jahr verteilt, aber jetzt ist es natürlich umso cooler. Es ist jetzt auch schon Freitag, der 6. Oktober. Und es gibt ein bisschen was zu erzählen. Ich hatte jetzt nochmal Besuch. Also, die Mutter meines Freundes und ihr Freund, die sind dann direkt gestern gegen 11, glaube ich, schon wieder gegangen. Wir hatten ein längeres Frühstück zusammen, aber Arma und ich mussten halt arbeiten. Deswegen haben wir einfach eine sehr viel frühere Mittagspause gemacht. Und es hat sich dann halt auch nicht gelohnt, dass sie irgendwie groß noch länger bleiben. Die Sache mit dem Keller haben wir jetzt erstmal verschoben. Vielleicht finden wir den Schlüssel ja doch noch. Wenn nicht, ist hier in der Nähe so ein Schlüsselservice. Da könnte man einfach mal zu Fuß mit einem Foto vom Schloss hingehen. Das ist nämlich so ein Kellerschloss, das eigentlich mit so einem Universalschlüssel, da gibt es ja verschiedene Größen und Formen und so, aber halt irgendwie doch genormt. Damit könnte man vielleicht halt vorgehen, dass die vielleicht doch wissen, was es ist, was für eine Nummer. Und ja, ist ja auch alles okay. Das haben wir jetzt erstmal auf Zukunftsarma und Noras Problemen verwiesen und ja, verschoben. Das ist gut. Ich habe fleißig gestern auch noch Etsy-Bestellungen verpackt, also eure Bestellungen sind dann jetzt auch auf dem Weg. Zwei sind noch offen und natürlich der Adventskalender, wie schon gesagt, aber die meisten anderen sind jetzt auf dem Weg. Und
Eine weitere coole Sache ist, dass jetzt noch ein weiteres Kanalmitglied dazugekommen ist. Selin K. Selin Vorname, K. Nachname natürlich. Da muss man unterscheiden, nicht, dass ich das jetzt als Selinka oder so ausgesprochen habe. Selin K. Ganz, ganz, ganz lieben Dank. Du bist ein Handmade Hero. Uhu. Richtig cool. Also du bist jetzt die höchste Stufe aktuell oder generell. Es ist die höchste Mitgliedschaftsstufe. Ganz, ganz vielen Dank, dass du ein Mitglied bist. Das nächste Video, das jetzt live geht am Wochenende, also das ist dann, bevor dieser Vlog rausgeht, demnach solltest du es schon gesehen haben, wird für dich ein bisschen früher verfügbar sein. Ich hoffe, das ist cool. Ich hoffe, du freust dich darüber. Und schreib mir doch gerne auch auf Instagram, aber auf meinem Strick-Account. Denn ich glaube, mit einer Person kann ich noch keine richtige Gruppe öffnen. Aber dann können wir ja auf Instagram mal ein bisschen schreiben und du kannst mir sagen, wie du gerne an diesem Kanal teilnehmen möchtest, ob du gerne Fotos eingeblendet haben möchtest oder kleine Videoschnipsel in eins dieser Videos, ob du irgendwelche Themen für mich hast und so. Denn ja, du bist jetzt auf diesem höchsten Mitgliedschaftslevel und hast demnach eben auch die Möglichkeit, hier aktiv dich einzubringen und mitzumachen. Genau. Also das hat mich richtig gefreut und demnach, ich habe jetzt 4 Kanalmitgliedschaften, stimmt das? Ja. Bald könnte ich mal überlegen, wie ich das mache mit einem Livestream. Weil bestimmt können dann doch auch nicht immer alle zu dem Moment. Aber wie gesagt, schreibt mir da mal auch gerne eine E-Mail oder irgendwo sonst, wann es euch passen würde mit einem Livestream. So Tage in der Woche und Uhrzeiten technisch. Ach, ja, ich kann noch nicht so ganz reden. Ich bin echt ein bisschen müde. Gefühlt kriege ich auch Schnupfen schon wieder. Aber ist alles nicht so schlimm. Ja, nächster Punkt ist, dass ich jetzt noch ein paar Sachen bekommen habe für mein Teststricken und für meinen Shop, die ich ja nachbestellt bzw. generell bestellt hatte. Ich bin mal gespannt, was da jetzt auch in dem kleinen Paket drin ist. Also zum einen habe ich hier dieses Gummiband. So seht ihr, wie dick das wirklich ist. Und die Reißverschlüsse, da kann ich mal ausprobieren, welche Farbe sich gut eignen würde. Und dann habe ich so einen Glanzlack für Fimo. Das möchte ich mal gerne ausprobieren, wie das dann aussieht, wenn ich die Ohrringe irgendwie schön abschließe quasi. Und ich möchte auch mal noch überlegen, UV Resinharz zu bestellen. Ich habe zwar hier Epoxy Resinharz da, aber das ist so einer, der lufttrocknen muss. Das geht in dieser Wohnung einfach nicht mehr, dass ich damit noch weiter rumspiele. Deswegen werde ich das wahrscheinlich auch irgendwie versuchen, auf eBay zu verkaufen. Keine Ahnung, ob das jemand möchte, aber ich finde das jetzt schade, da Epoxidharz wegzuschmeißen, wenn man das wahrscheinlich doch noch ganz gut benutzen könnte. Und vielleicht komme ich dann mit dem UV-Harz ganz gut voran. Das möchte ich mir mal noch für die Zukunft überlegen, weil dann könnte ich auch gute Ohrstecker machen. Das war nämlich auch immer so mein Problem, dass ich nicht ganz weiß, ob die so gut halten, wenn ich die einfach nur klebe. Aber wenn man da dieses Harz, Epoxidharz oder halt UV-härtender Epoxidharz hinten drauf macht an die Steckerteile, ihr wisst, denke ich, was ich meine, dann hebt das oder hält das wohl besser. Ja. Dann habe ich hier noch Kärtchen für die Ohrringe. Das sind schwarze hier solche Kärtchen. Da kommen dann die Ohrstecker. Hier sind so Löcher drin. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht. Es ist halt schwarz, deswegen ist es schwer zu zeigen. Aber
Meine in Braun sind mir ausgegangen, in diesem einfach, kartonagenfarbenen Zeugs. Und ich dachte dann, warum nicht mal in Schwarz investieren? Investieren, die waren jetzt nicht teuer. So, das hier haben wir noch. Da ist ein kleines Thank You-Zeugs drauf. Es kann gut sein, dass das jetzt gar nicht für Ohrringe ist. Sondern dass es schon für Ohrringe ist, aber dass es eher für die Fimo-Sachen wie das ist. Ich habe nämlich auch bei anderen kleinen Unternehmen, Small Businesses auf Etsy selbst bestellt. Und das sieht jetzt eher so aus wegen des Thank You Stickers. Ja, okay, ist es ein Cutter oder sind mehrere Cutter? Ein Cutter. Wow. Schön verpackt. Und in diesem Beutel hier. Genau, das ist nämlich schon eins, das ich gerne ausprobieren möchte. Das ist ein Monstera-Cutter, der dann wohl auch eher für hier so Stecker geeignet ist. Es ist nämlich schwer, diese Form der Monstera recht klein zu machen. Aber jemand von euch hat sich das gewünscht, dass ich da mal eventuell Ohrstecker machen könnte. Deswegen probiere ich da ein bisschen mit aus. Und das ist so eine Idee, wie ich da vielleicht hinkommen könnte auf die Größe. Ja, okay, dann muss ich noch auf die goldenen Stecker warten für die Maschenmarkierer, für diese Kürbisse, weil die sind ja jetzt aktuell ausverkauft. Da würde ich gerne wieder neue einstellen, aber das möchte ich dann auch nicht machen, bevor ich wirklich weiß, dass sie hier sind. Dann zu gestern. Gestern Abend, also wie gesagt, waren dann am Morgen die Mutter meines Freundes und ihr Freund der Mutter meines Freundes von Arma, die waren dann gegen Morgen schon wieder unterwegs zurück in ihrer Heimat. Die wohnen in der Schweiz aktuell, falls ich das noch nicht gesagt habe, ich weiß es nicht. Und dann dachte ich, okay, jetzt haben wir einen freien Abend. Ich kann jetzt doch meine Freundin, meine Arbeitskollegin einladen, dass wir zusammen stricken. Denn es war geplant, dass ich mit ihr zusammen den Marseille-Sweater von Petit Knit anfange. Wir wollen das so ein bisschen einfach zusammen stricken. Jeder strickt in seinem Tempo dann weiter und wir treffen uns dann wahrscheinlich nächste Woche oder spätestens in 2 Wochen wieder. Und so ist dann immer, so geht's weiter. Und das hat dann endlich auch geklappt, weil ihre Wolle dann angekommen ist und es war dann halt richtig cool. Also nochmal Besuch. Es hat sich jetzt dann wirklich richtig gelohnt, die Wohnung so gründlich sauber zu machen, muss man jetzt echt sagen. Ja, ich bin es nicht gewohnt, so viel Besuch zu haben. Jetzt, dass meine Freundin da war, das war jetzt ja eher was richtig Gemütliches und da wäre es jetzt auch okay gewesen, wenn es nicht so extrem sauber aufgeräumt wäre. Aber ich denke, ihr wisst, wie ich das meine. Also so mehrmals hintereinander Besuch und so, das war dann schon interessant. Wie dem auch sei, so sieht jetzt mein Marseille-Sweater aus. Ja, schwarz einfach. Man soll einen provisorischen Maschenanschlag machen am Anfang. Und ich habe mich da jetzt für diesen Häkelanschlag, ich weiß gar nicht, wie der offiziell heißt, entschieden. Sie hat den Judy's Magic Cast-On gemacht, mit dem man dann auch ein bisschen mehr den Fortschritt sieht, weil ja dann die Nadel hier hinten auch schon drin ist und alles. Aber ich wollte dann doch lieber den Häkelanschlag machen. Ja, und ich benutze Double Sunday hierfür. Das sind die 2 Farben, also von Sundness Garn einmal schwarz und einfach weiß. Ja, und meine Hauptfarbe ist natürlich schwarz und dann kommen die weißen Streifen immer so ein bisschen dazu. Und ich glaube, es wird richtig cool, ein schöner, für mich Basic Sweater. Für mich ist schwarz-weiß Basic. Viele sehen dieses Beige als Basic. Das mag ich persönlich halt einfach nicht so sehr. Ja, das ist das.
Beim Teststricken bin ich jetzt immer noch hier an diesem einen Ärmel. Den habe ich dann aber auch bald fertig. Und dann kann ich den zweiten Ärmel weitermachen. Ja. So ist jetzt aktuell der Stand. Jetzt seid ihr up to date. Und ich werde jetzt arbeiten. Ich habe heute 2 längere Meetings. Es wird sehr interessant mit meiner, wie ich jetzt merke, doch wirklich leichten Erkältung. Also es ist wirklich nur Schnupfen. Ja, ich denke, es wird dann gemütlich am Wochenende. Was richtig gut ist. Wieder mein künstliches Licht aufgestellt. Ich muss euch ja dann eigentlich eher immer so ins Gegenlicht stellen. Also eher so zum Licht hin, wenn das jetzt Sinn macht. Keine Ahnung, deswegen probieren wir es mal so. Ja, es ist jetzt nämlich Samstag und auch schon 7:30 gleich. Und ja, heute ging gar nicht mal so extrem viel. Ich war das 3. Mal im Fitnessstudio. Sehr gut. Also ich habe, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, doch ein paar Dinge erledigt, aber es war alles sehr relaxed und gemütlich, deswegen, das ist natürlich auch super, dass ich mal gemütlich mache. Aber ja, ich war das 3. Mal im Fitnessstudio. Ich möchte das ja generell so erreichen, dass ich 3-mal die Woche dahin gehe und jetzt habe ich es gemacht. Das freut mich sehr. Und dann habe ich ein bisschen Wäsche gewaschen. Gestrickt an diesem Teststricken im Hintergrund, das zeige ich euch gleich. Und ich habe am Adventskalender weiter gebastelt, da habe ich euch so ein bisschen was aufgenommen, keine Ahnung, wie gut man das sieht, aber ich muss euch jetzt die eine Sache zeigen. Ich hoffe echt, dass die Person nicht zuguckt, die den Adventskalender bekommt, einfach weil ich extrem stolz darauf bin. Ich habe ja Lesebändchen, Ohrringe und 1 oder 2 Armbänder im Shop. Aber sonst habe ich so ein paar Choker. Aber was jetzt so Ketten und Armbänder angeht, allgemein, war ich mir nie so ganz sicher, wie ich das machen soll. Und ich habe jetzt für die Person, für die den Adventskalender ist, was erstellt. Das habe ich euch eben so ein bisschen aufgenommen. Das ist diese Kette. Ja, ich habe es versucht, so ein bisschen hier festzumachen, aber es geht dann doch immer ein bisschen runter. Ja, aber es ist okay. Also das ist eigentlich, glaube ich, eher für solche Joker halt gedacht. Und die Kette geht, ich glaube, ungefähr so wie mein Halsausschnitt von diesem T-Shirt ist jetzt circa. Aber wenn es geklappt hat mit den Aufnahmen, dann habt ihr es ja schon auch so ein bisschen gesehen. Es hat halt wirklich diese pink-schwarzen Farben. Bisschen noch anders Farben dazu und weil sie halt das so gerne auch mag mit Sternen und so, konnte ich mich da ausleben, weil das mag ich ja auch so gerne. Ja, ich hoffe, es gefällt ihr. Ich hoffe, das wird gut ankommen. Und ich habe auch ein Armbändchen gemacht. Das habe ich jetzt auch schon in diesem Stoff verpackt. Oh, das macht einfach extrem viel Spaß, diese Adventskalender da zu erstellen. Auch rosa-schwarz mit, ja, diesem, also Stier ist ihr Sternzeichen. Das muss man dann so rumdrehen, wie es halt passt, ne? Und ihr Vordername, Vorname beginnt mit einem G. Deswegen ist das da auch dabei, ja. Und ich habe ihre Maße fürs Armgelenk bekommen. Das ist ein bisschen dehnbar, von daher denke ich, das passt dann auch. Und ja, ich dachte, ich zähle jetzt einfach mal, wie viele Sachen ich habe. Wenn ich nämlich alles richtig gemacht habe, denen fehlen mir jetzt nur noch 4 Sachen.
Deswegen, also ich zeige euch jetzt nicht alles, weil wie gesagt, keine Ahnung, ob die Person nicht doch zuguckt. Es kommt jetzt in den Stoffbeutel, die zwei Sachen. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okay, ich brauche noch 5 Sachen. Ich dachte, aber genau, eins weiß ich schon, was es sein wird. Das habe ich jetzt nur noch nicht fertig gemacht, weil es dann heute doch schon so spät ist und ich halt wirklich ganz gerne dann auch noch weiter stricken möchte. Aber das heißt, morgen bekomme ich relativ schnell das 20. fertig. Ja, und dann kriege ich auf jeden Fall noch 4 Sachen hin. Also ich möchte vielleicht noch einen Untersetzer häkeln. Vielleicht noch einen Schlüsselanhänger machen. Das wären ja dann schon mal noch 2 Sachen. Und dann kann ich gucken, ob ich vielleicht noch eins meiner Prints ausdrucke. Und vielleicht noch eine Halskette mache. So eine kleinere, wo mehr oder weniger nur ein Anhänger dabei ist. Ja, das kriegen wir hin. Dann ist er nämlich morgen bzw. spätestens Anfang nächster Woche dann auch fertig und kann dann losgeschickt werden. Und dann bin ich trotzdem früher fertig, als ich angekündigt hatte auf Etsy und das ist super. Ja, und das sind die Sticker, die dann auch auf die Verpackung noch kommen mit dem Logo und so. Die habe ich auch selbst gemacht. Ja, wie gesagt, es macht einfach echt extrem viel Spaß und ich habe noch auf jeden Fall offene Slots für Adventskalender und es ist ja auch noch ein bisschen Zeit, falls da Interesse besteht. Ja, aber wie sieht's aus mit Halsketten, Armbänder und so? Was findet ihr? Was haltet ihr davon? Ich habe gerade echt viel Ideen im Kopf, wie ich das machen könnte. Und habe irgendwie auch Bock drauf. Ich weiß jetzt gerade nur nicht, ob ich gerade so Bock drauf habe, weil ich jetzt das Schöne für mich persönlich, ich finde es wirklich schön, erstellt habe. Und ob ich die kommenden Tage dann auch Bock drauf habe. Und ich weiß auch noch nicht, wie ich das machen soll. Ob ich das dann quasi einfach einstellen soll als Unikate. Oder ob ich das so ähnlich machen soll wie mit meinen Lesebändchen. Das muss ich mir auch mal noch überlegen. Also, dass das quasi so Beispiele sind. Ja, mal gucken. Aber so viel dazu. Gibt es noch was, das ich euch erzählen kann? Nee. Aber ich bin fast fertig mit meinem Teststricken, was zumindest das Stricken angeht. Das ist nämlich Ärmel 2. Und vielleicht könnt ihr es erkennen. Warte mal. So. Das muss ich noch stricken. Also echt nicht mehr so arg viel. Das ist richtig cool, denn ich möchte unbedingt dann auch mit der Mütze anfangen, spätestens morgen, weil ich glaube, die kriege ich auch ganz schnell fertig. Mal schauen, ob ich damit entweder heute schon anfange oder ob ich das dann morgen auch mache, nachdem ich den Adventskalender weitergemacht habe, so als Belohnung. Ja, ach so, doch, eine Sache. Mich hat jemand von euch, ganz liebe Grüße an dich, ich werde jetzt keine Namen nennen, hat mich auf Instagram angeschrieben und gefragt, ob ich was für sie stricken könnte. Und ja, hat mich quasi beauftragt, ich bekomme dafür Geld. Und das ist irgendwie auch cool, dass das wertgeschätzt wird von euch, jetzt von einer Person von euch. Also auch ganz, ganz lieben Dank an dieser Stelle nochmal. Ich freue mich da sehr darüber. Garn ist direkt auch schon bestellt und wir haben schon ausgesucht, was es sein wird. Also sie hat sich's ausgesucht im Prinzip. Es ist was von Drops und ich denke, dass das Garn dann auch nächste Woche da ist. Deswegen wäre das halt cool, wenn ich meine Teststricksachen entweder fast fertig hätte oder fertig hätte. Schauen wir mal. Damit ich da dann halt richtig durchstarten kann nächste Woche und es dann auch recht schnell in die Wege leiten kann, weil ich freue mich einfach sehr darüber. Ich weiß nicht,
Das ist ja echt so ein bisschen ein schwieriges Thema, das immer so zu erzählen und so, habe ich ja auch schon mal erwähnt im letzten Vlog. Aber für mich ist es einfach schön zu sehen, dass es zum einen wertgeschätzt wird mit Nachfragen und Kommentaren und so, aber auf der anderen Seite ist es halt auch irgendwo immer schwer, da einen materiellen Sinn Wert hinter solchen Handarbeitssachen zu stecken und dass das dann halt wertgeschätzt wird, dass der Preis, den ich mir dann auch vorstelle, tatsächlich umgesetzt werden kann. Und ja, es macht mir Spaß. Ich stricke super gern was für andere, aber natürlich geht da auch meine Zeit und alles rein. Und deswegen ist es schön, dafür dann halt auch eine Vergütung zu bekommen. Das ist gefühlt wie für sein Hobby bezahlt werden. Ne? Und das ist einfach das, was daran so cool ist. Ich hoffe, dass ich das jetzt gut in Worte fassen konnte, wieso es so toll ist. Nicht, weil ich jetzt, also dass ich Geld bekomme, ist natürlich auch toll, aber dass das Hobby und die Begeisterung, die man dafür hat, dann auch in was Materielles umgewandelt werden kann und sich das so ein bisschen anfühlt wie so der Start von was Schönem. Also vielleicht gibt es noch ein paar da draußen, die gerne was gestrickt oder gehäkelt haben möchten und mich beauftragen möchten für irgendwas. Und ja, dann kann man sich, also ich denke halt total utopisch und viel zu weit. Aber ja, es fühlt sich halt schön an, dass das weitergeht in so eine Richtung. Und dass man, wer weiß, irgendwann, wenn es extrem mehr an Farbe annimmt, wenn es so weitergeht, aber halt exponentiell nach oben, ja, dann könnte man sowas vielleicht Vollzeit machen. Und das ist das, was ich meine mit utopisch. Ich weiß, dass das entweder wird es gar nicht passieren oder so schnell nicht passieren, aber ich denke, ihr versteht das, dass es irgendwo doch auch schön ist, Träume zu haben, so utopisch sie auch sind. Ja, das wollte ich jetzt einfach nur erzählen. Ich hoffe jetzt echt, dass ich meine inneren Gefühle und Gedanken gut in Worte fassen konnte. Weil manchmal habe ich dann doch eine schönere Satzidee im Kopf und kann sie dann doch nicht so wirklich rausbringen. Aber ist okay. Ja, sonst ist heute echt nicht so viel passiert. Ah doch, eine Sache noch. Mein Video. Irgendwie habe ich da so ein Haar, so ein kleines. Das sieht man, glaube ich, gar nicht. Aber das ist so in meinem Blickfeld. Das stört mich total. Neues Video ist live gegangen. Erstmal ging es live für mein Kanalmitglied, Selin. Danke nochmal an dich. Und dann nach einigen Stunden jetzt auch für euch alle. Das ist das Häkelanleitungsvideo für den Herbst. Und ja, nach diesem Video jetzt muss ich dann auch nochmal überlegen, dass ich halt das eine Video mit meinen Strickerfahrungen, ja, wie ich stricken gelernt habe, meine kleine Strickreise quasi bis aktuell, die ja immer noch angeht. Dieses Haar hier, jetzt ist es weg, dass ich mir da echt mal richtige Stichpunkte und Ideen aufschreibe, was ich euch da konkret erzählen kann und dass ich das dann endlich mal noch aufnehme, damit eben nach diesem Vlog auch wieder ein Sit-Down heißt es, Video auf Englisch, also ein ich sitze da und es ist ein Take und ich erzähle euch da gefühlt 5 Stunden lang was davon. Ja, also es ist halt kein so ein Vlog, der über mehrere Tage geht. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Wow. Ja, mit Erklärungen tue ich mir heute anscheinend ein bisschen schwer. Aber das ist okay. Ja, jetzt beginnt mein Strickabend. Wir schauen Harry Potter wieder aktuell. Das ist das 50 Millionenste Mal, dass ich Harry Potter schaue natürlich. Aber es ist einfach gemütlich und schön. Und dabei werde ich schön hieran weiter stricken. Ich muss mal schauen, was in der Anleitung zum hier Reißverschlussteil steht. Weil ich glaube, ich muss dann hier auch noch ein bisschen weiter stricken, da hinten. Dass der Reißverschluss da gut versteckt werden kann.
Ja, aber meine Reißverschlüsse sind gar nicht so lang. Ist halt hauptsächlich für so einen Chunky-Zipper gedacht. Und meine sind jetzt ja halt nicht so chunky. Aber das wird schon. Ich denke, ich werde einfach den langweilig schwarzen. Oh, wobei, der hier könnte richtig gut passen. Oder? Ist echt gut, dass ich dieses Set da bestellt habe. Weil vielleicht wird es dann sogar der knallgelbe. Wird es der knallgelbe? Ich glaube schon, oder? Knallgrün, knallgelbe. Ist ja eigentlich gleich, weil eigentlich ist das hier richtiges Gelb. Aber das beißt sich ein bisschen mehr als die Farbe hier. Ja, das muss ich mir auch mal noch bis morgen überlegen. Ich lasse mal schwarz und dieses Grün draußen, weil das Lila passt nicht. Das ist zu krass. Und Grün habe ich auch nur richtiges Grün. Das passt dann auch nicht da dazu. Also die zwei kommen in Frage. Schauen wir mal, was es am Ende wird, weil ich muss es ja erstmal auch noch fertig stricken und dann blocken. Ja, aber die zwei lasse ich mal draußen liegen. Gut, jetzt wie gesagt, Strickabend. Ich melde mich morgen wieder bei euch. Es ist fertig gestrickt. Yay! Ja. Einen Moment. So, es ist Sonntagmorgen, 9:48 Uhr, um ganz genau zu sein. Weiß nicht, ob die Uhrzeit jetzt hier so konkret richtig geht, aber ich gehe mal davon aus. Ich war irgendwie schon super früh wach, um 7:30 Uhr, was jetzt aber auch gar nicht so schlimm ist. Also ich fühle mich nicht zu müde, das ist auch super. Und ich konnte dann nicht mehr weiterschlafen und dachte einfach, okay, jetzt stehst du einfach auf und machst den Pulli fertig. Ja, also komplett Strickteil auch hier vorne, das für den Zipper musste man tatsächlich dann noch weiter stricken. Es war jetzt keine Instruktion, die miteinander zu verbinden dabei, aber ich habe das jetzt mal gemacht, so ähnlich wie beim Zipper-Sweater von Petite Knit. Aber irgendwas habe ich hier wieder verwurschtelt. Das ist mir beim Zipper-Sweater auch passiert, dass ich eins verkehrt rum habe. Aber ich kriege das hin. Wenn nicht, schneide ich es unten wieder auf, weil da ja keine Instruktion dabei war, die tatsächlich zusammenzustricken. Kriege ich schon hin irgendwie. Ja. Aber das heißt, das kann jetzt dann gleich in die Handwäsche und blocken. Bedeutet aber, dass ich das jetzt in diesem Video nicht mehr fertig machen werde, komplett. Also, ihr müsst euch jetzt einfach vorstellen, hier, das ist umgeschlagen. Ich hoffe, dass da das Gummiband reinpasst, jetzt wo ich das gerade so sehe. Doch recht breit, aber es sind halt 5 cm. Also das ist das und kurze Info übrigens dazu, man soll dann das hier so ein bisschen überlappen, abschneiden und dann, wie gesagt, eben ein bisschen überlappen und schon zusammennähen. Das soll anscheinend einfacher sein, als das dann erstmal da rein zu fiddeln und dann zusammenzunähen. Und ich denke, das mache ich auch. Ich werde es allerdings nicht zu extrem eng machen. Ich werde da schon auch ein bisschen Luft lassen, vielleicht ungefähr so. Aber jetzt schauen wir doch mal. Ja, also es wird tatsächlich ein kleines bisschen prall und eng, aber ich, wie gesagt, werde es jetzt erstmal waschen. Vielleicht passt es ja dann. Ich hoffe, hier habe ich ein bisschen länger. Das ist das Teil unten am Sweater. Ja, ich glaube, da passt es ein bisschen besser. Okay. Ich werde es jetzt mal kurz für euch anziehen. Ist halt jetzt blöd, weil es noch nicht komplett fertig ist, aber wir sehen es ja dann erst nächste Woche wieder im nächsten Vlog. Deswegen dachte ich, ich ziehe es jetzt trotzdem mal an für euch.
Die Schultern sind immer noch nicht richtig perfekt. Ich habe schon ein bisschen weiter drüber genäht, quasi Duplicate Stitch, dass es noch ein bisschen besser hält. Ich habe die ja nachträglich geöffnet. Aber ich denke, das passt alles. Oh, es ist sehr flauschig, angenehm und warm. Oh. Vielleicht so. Das muss man sich jetzt halt da alles fest vorstellen. Und da ist es dann natürlich alles enger hier am, vor allem an den Ärmeln, aber auch hier unten. Cool, oder? Also ich finde den super. Ich könnte es mir eigentlich auch so vorstellen. Dafür ist jetzt halt der schwarze Teil ein bisschen lang vielleicht, aber an sich finde ich das auch cool, wenn Ärmel einfach nur so sind. Und dieses Garn, das muss man auch sagen, meistens rollt sich das dann ja so doof bei glatt rechts. Aber ich habe jetzt halt eine ganze Nadelstärke geringer für diesen Teil gestrickt und dann einfach normal abgemascht. Es bleibt. Hier rollt sich ein bisschen, aber das ist ja auch ein Look, der bei einigen Sweatern häufig... Ja, okay, jetzt rollt sich es hier an dem Ärmel, aber der irgendwie nicht so. Ich weiß nicht, warum. Ja, das ist ein Look, den viele aber auch möchten an ihren Sweatern. Wie sieht es von hinten aus? Ja, finde ich cool. Wird jetzt gewaschen, wie gesagt, und dann sehen wir ihn komplett fertig. Nächste Woche im nächsten Vlog freue ich mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Übrigens zum Thema Garn. Ich habe noch einiges davon übrig. Von dem Schwarz habe ich, glaube ich, nur noch diese zwei angefangenen Knäuel. Dann habe ich dieses Gelb-Grün angefangen. Und davon habe ich noch ein bisschen was übrig. Aber ich habe noch viel mehr. Moment. Ja, ich habe mich da wohl echt extrem verschätzt. Also es wird aber auch angegeben, von jeder Farbe mindestens 6 Knäuel zu bestellen. Und ich habe auf jeden Fall zu viel von dem Gelb. Ein bisschen zu viel von dem Grün. Da habe ich aber tatsächlich schon einiges an Sachen reduziert am Anfang, also da habe ich auf keinen Fall 6 Knäuel bestellt und von dem Flieder habe ich das nur noch übrig. Also je nachdem war es okay. Ich schaue jetzt mal. Ich habe leider die Banderolen nicht immer aufgehoben. Ich schaue jetzt einfach mal nach, wie viel ich von jeder Farbe bestellt hatte. Okay. Von dem Pastellgelb habe ich 5 Knäuel bestellt und ich habe 3 ganze und ein vielleicht halbes übrig. Also ja, da hätten es 2 auf jeden Fall getan. Ich habe 1,5 verbraucht. Dann von Schwarz habe ich 3 bestellt und ich habe... Ich würde jetzt mal sagen, ein bisschen mehr als 1 übrig ist das circa. Also 2 hätten gereicht auf jeden Fall. Lavendel waren 7, die ich bestellt habe. Ich habe das übrig, wie gesagt. Also ich habe 5,5 benutzt. Und von... dem Türkis habe ich 5 bestellt und 2 übrig. Also 3. Wobei, da hätte ich wahrscheinlich sicherheitshalber noch ein 4. bestellt. Ja. So viel zum Garnverbrauch. Ich könnte fast theoretisch nochmal so einen in Größe S stricken davon. Habt ihr vielleicht noch eine Idee, was ich damit machen könnte? Hat irgendjemand Interesse daran? Ansonsten habe ich mir vorgestellt, ich könnte vielleicht einfach ein paar coole Beanies damit stricken und oder häkeln, so ein bisschen Reste-Look-mäßig. Also auf jeden Fall werde ich die hier, die angefangenen Knäuel, also gutes Schwarz,
ist halt kein ganzes Knäuel mehr. Die würde ich dann wahrscheinlich auf keinen Fall irgendwie hergeben oder so. Außer jemand hat auch Interesse an Resteknäulen, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus. Ja, also da habe ich auf jeden Fall zu viel gekauft. Das war aber auch nicht ganz in der Anleitung angegeben. Ich muss jetzt mal meinen Verbrauch auch tatsächlich aufschreiben, weil ich glaube, der wird dann auch im Testen abgefragt. Also da gibt es ja dann immer am Ende, wenn man fertig ist, so eine Feedback-Form heißt es. Also man kann dann einfach Feedback an die Designerin, an den Designer geben. Und ich glaube, da wird dann auch abgefragt, wie viel Garn ich verbraucht habe. Das ist übrigens nochmal zur Info, das Rico Design Essential Super Chunky. Also 50% Schurwolle, 50% Acryl. Ergibt dann hier so das Maschenbild. Ich finde es eine sehr angenehme, warme Wolle. Ich weiß halt nur nicht, dadurch, dass es nicht verwebt ist, dass es halt keine mehrsträngige Wolle ist. Es ist wirklich einfach so ungesponnen, mehr oder weniger. Weiß ich halt nicht, wie sich das dann mit der Zeit wegen hier so Fussel und so Zeugs, wie sich das ergibt. Deswegen ist auch die Frage, ob das so gut geeignet wäre für Mützen. Ich dachte wegen des Acrylanteils vielleicht aber schon eine mehr oder weniger gute Idee. Ich weiß es nicht. Deswegen dachte ich, ich frage euch da auch mal noch, was ihr denkt, was da vielleicht eine gute Idee wäre. So. Aber jetzt, da ich damit fertig bin, ich werde das jetzt wie gesagt einmal in mein Wollwaschmittel, selbst wenn Acrylanteil drin ist, ist ja trotzdem auch noch Schurwolle dabei. Deswegen werde ich das mal ein bisschen einweichen in mein Woolwash von Zorella, das Lover. Das werde ich jetzt das erste Mal benutzen, da freue ich mich auch drauf. Und dann werde ich es trocknen. Es dauert wahrscheinlich 2-3 Tage aktuell bei dem Wetter. Es ist nicht extrem kalt, aber schon ein bisschen frisch, vor allem morgens und abends. Und ja, das werde ich da noch tun. Aber wir können uns dann jetzt meinem nächsten Teststricken widmen. Und zwar ist es die Banda Beanie von Harry Knit, von Bash Harry. Die habe ich euch, glaube ich, schon mal kurz gezeigt. Die wird mit 10 mm Nadeln gestrickt und benutzt Super Bulky Garn. Das ist Garn, das auch grob in diese Kategorie fällt. Also theoretisch könnte ich das dafür benutzen. Und dann hätte ich auch die passende 80er, 90er Mütze zu diesem Pulli. Wäre eine Überlegung. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, sie hat Sierda Hayfield benutzt. Ich frage mich jetzt nämlich, ob ich tatsächlich auch in dem Super Bulky Garn in der Kategorie, welches braucht, das auch 10 mm Nadeln empfiehlt. Denn das hier empfiehlt ja 7. Ich habe dafür jetzt 6,5 und 5,5 Nadeln benutzt. Da kommt es dann halt immer drauf an, ne? Auf die Gauge. Ja, 8 Maschen auf 10 Reihen. Das ist tatsächlich dicker als das. Ja, sie benutzt Sierda Hayfield. Sierda könnte man, wenn man wollte, bei Lovecrafts kaufen. Ist 100% Acrylgarn. Und empfiehlt tatsächlich eine 10 mm Stricknadel. Okay, das heißt, ich habe schon eine Idee. Also ich habe echt Bock auf mehrere Mützen aktuell. Und ich glaube, das geht halt auch echt schnell, die zu stricken mit 10 mm Stricknadeln. Ich muss einfach mal schauen. Ich habe wirklich Bock, mehrere zu machen, weil ich die irgendwie auch immer ganz gerne häkel und alles. Und dann fände ich es einfach auch cool, mal so ein Design zu haben für eine Strickbeanie. Und ich fände es auch cool, mehrere
Stränge so an Restegarn zusammenzuhalten. Aber ich denke jetzt für die erste Version, um zu schauen, ob ich dann tatsächlich nach einer fertigen Beanie wirklich auch Bock habe auf noch eine andere, weil das ist dann halt auch immer die Frage, nehme ich mir, ich gehe jetzt mal kurz mit euch zusammen, das ist ja immerhin ein Vlog, deswegen können wir uns auch bewegen. Ich nehme euch mal mit zu meinem Garn. Also in Frage kämen mehrere Dinge. Ich hätte zum einen hier dieses Naturult, aber nee, das ist zu dünn. 6 bis 7 mm Stricknadeln. Dann hätte ich The Wool von We Are Knitters. 10 mm oder mehr. Das ist vielleicht sogar zu dick. ich dachte hauptsächlich, ich werde mal mein Tweed Delight von Hobby benutzen. Da hatte ich euch vor Ewigkeiten mal ein Garnhaul dazu abgedreht und ich habe dann auch mal was angefangen zu häkeln damit, das mir dann aber doch noch nicht so oder nicht so gut allgemein gefallen hat. Und dann habe ich doch nicht mehr damit weitergemacht. Ich habe halt wirklich einige Farben, einige Versionen davon und manche sind halt auch nicht so viele Knäuel. Ich fand es nämlich richtig cool und finde es auch immer noch cool und ich dachte, ich könnte das doch vielleicht doppelt halten. Das ist 85% Wolle, 10% Acryl und 5% Viskose, ist halt von Hobby. Und ich glaube, einsträngig braucht man 4,5 bis 5 mm Nadeln. Und das bedeutet, das ist nämlich genau ein Nummer 4 Medium Weight Garn. Wenn ich das doppelt halte, sollte das ja eigentlich passen. Werde ich mal ausprobieren, ich werde es mal testen. Ich muss mir jetzt auch wegen Farben nochmal Gedanken machen. Ich werde das alles mal rausholen. Und dann schauen, wie viel Garne ich so habe, wie viel ich an Komplettverbrauch laut Anleitung brauche. Und so werde ich dann jetzt vorgehen. Ja, und wenn ich damit fertig bin, mit dem weniger experimentellen Beanie-Versuch, da habe ich nämlich so ein bisschen eine sichere Beanie fertig, schon für den Test. Aber danach könnte ich mir vorstellen, dass ich nächste Woche neben dem beauftragten Projekt dann auch mal noch ein bisschen mehr rumexperimentiere, so als Ablenkung, Abwechslung. Ich habe ja aber auch noch genug andere Dinge, an denen ich dann weiter stricken kann. Aber so ist mal grob der Plan und ich zeige euch später, was daraus geworden ist. Es ist jetzt 5 Uhr abends. Wir haben auch schon zu Abend gegessen tatsächlich. Wir waren irgendwie sehr hungrig. Und die Mütze ist fertig. Deswegen habe ich jetzt meine Haare auch wieder aufgemacht. Als ich draußen saß und daran gestrickt habe, hatte ich sie ja dann zusammen. Wir waren nämlich auch noch eine Runde spazieren vorhin. Das war auch sehr schön. Ja, und das ist jetzt die Mütze. Sie hat wirklich nicht lange gedauert. Ich habe einiges an Pause auch noch zwischendurch gemacht.
Sie hat jetzt aktuell nicht ganz die richtige Maschenprobe, seltsamerweise, obwohl das jetzt ja wirklich auch 10 mm ist. Aber ich habe sie auch noch nicht gewaschen und kann sie auch noch ein bisschen stretchen und blocken und so. Und dann wird das vielleicht noch eher was. Sie passt aber trotzdem auch schon. Also man kann die entweder, wenn man will, so tragen. So oder das umschlagen und sie dann ein bisschen strammer auf dem Kopf anziehen. Man muss halt die Haare dann ein bisschen sortieren. Aber das mag ich auch sehr. Also, ich finde es schon mal richtig cool. Ich muss halt schauen wegen der Maschenprobe. Ich werde vielleicht noch eine zweite Version anschlagen mit einem anderen Garn. Vielleicht werde ich ein bisschen was doppelt, dreifach und so nehmen, wie ich ja schon erklärt habe. Mal gucken. Habe ich auf jeden Fall Bock, so ein bisschen mit diesem, mit der Anleitung von Harry Knits. Harry Knits oder Harry Knit? Ich weiß es nie. Auf jeden Fall Bash Harry heißt sie, die Designerin, von ihr ja, rum zu experimentieren. Hat Spaß gemacht, war super simpel, easy. Ich habe keine Probleme gehabt mit der Anleitung. Und ja. Ich mag auch das Garn sehr gerne, von der Farbe und allem. Ich hoffe jetzt halt nur, dass die Maschenanzahl am Ende vom Maschenbild, dass das doch passt. So viel dazu. Ich denke, wir machen es uns jetzt weiterhin gemütlich. Vielleicht mache ich noch was für den Adventskalender. Da habe ich jetzt nämlich zwei weitere Sachen noch fertig gemacht. Und eine weitere Sache weiß ich ja auch schon. Es fehlen mir noch dann zwei Sachen, wenn das eine weitere fertig ist. Und ich habe auch schon Ideen dafür. Von daher denke ich, dass ich nächste Woche ganz früh den Adventskalender, vielleicht sogar morgen, übermorgen spätestens fertig bekomme. Das wäre richtig, richtig cool. Und Gespenstermaschenmarkierer wollte ich noch herstellen, weil sich das jemand gewünscht hat im letzten Video. Ich weiß nicht, ob das unter dem, ich glaube, es war unter dem Weekly Vlog Video von mir. Da habe ich einen Kommentar bekommen, also ja, kann ich sehr gerne machen natürlich. Ist jetzt nur die Frage, ob Wunsch nach im dunkel leuchtenden Gespenstern ist. Das könnte ich machen, das hatte ich vor. Oder ja, irgendwie eine andere Farbvorstellung. Ja. An meinen anderen Stricksachen habe ich auch ein bisschen weiter gestrickt, aber das ist für euch jetzt nicht so sichtbar, deswegen zeige ich euch die dann im nächsten Weekly Vlog, beziehungsweise ich glaube, es ist so langsam auch mal wieder Zeit für einen Podcast, oder? Aber was ich jetzt noch machen werde, sind auf jeden Fall ein bisschen Notizen. Ich werde ein bisschen Recherche machen, mir meine Anfangsvideos zum Stricken mal noch anschauen, ob ich da irgendwie was erzähle zum Thema, was mir am Anfang besonders einfach gefallen ist, welche Anleitungen ich gefolgt habe, welchen ich gefolgt habe. Ich weiß zwar, dass es hauptsächlich Petite Knit war, aber vielleicht gibt es ja doch irgendwas, das ich euch sonst noch erzählen kann für das eine Video zum Thema Tipps für Strickanfänger. Damit ich das dann eben auch noch abdrehen kann nächste Woche. Ja, ansonsten würde ich sagen, war es das für diesen Weekly Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dass was für euch wieder dabei war. Wenn es euch gefallen hat, dann ja, lasst mir doch gerne ein Däumchen nach oben da, ein Abo oder, wenn ihr ganz große Lust habt, schaut doch mal bei den Kanalmitgliedschaften vorbei. Das müsstet ihr neben oder über der Infobox sehen, beziehungsweise auf meinem Kanal, wenn ihr da draufklickt. Ja. Das war's. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.